Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegerhoff. Ich bin der Medi-Urs. Und ich muss euch mal ein kleines bisschen irgendwie hier auf dem Hof mitnehmen. An allererster Stelle möchte ich mal den Damen und Herren Teilnehmern aus dem letzten Kurs, aus dem letzten Online-Kurs, besondere Maßnahmen bei starken Blutungen danken. Denn, meine Damen und Herren, da ist ein bisschen was passiert. Und darüber möchte ich euch heute so ein bisschen erzählen. Es gibt so ein paar Dinge, die finde ich nicht so richtig witzig. Wir kommen drauf. Habt ihr Bock? Los geht's. So, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Was ich hier gerade mache, ich stelle wieder Einsatzbereitschaft her. Letzten Samstag war also wieder ein Kurs, besondere Maßnahmen bei starken Blutungen als Online-Seminar. Das ist weiter erstmal nicht schlimm oder ansteckend. Das Ding ist nur, da gab es einen Zwischenfall, den ich so auch noch nicht hatte. Was war also passiert? Also wir hatten den Online-Kurs hier über besondere Maßnahmen bei starken Blutungen. Im Vorfeld haben wir Material verschickt. Und wir kommen dann in einem Zoom-Meeting zusammen, in dem ich live erkläre, wie das Material richtig angewendet wird und meinen Kunden auf die Finger gucken kann, ob meine pädagogisch wertvoll gewählten Worte auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Ich kriege ja gern mal nachgesagt, dass ich das nicht darf, dass das ja fahrlässig ist. Und wenn es tatsächlich ein reiner Online-Kurs, also ein Kurs aus der Dose wäre, dann würde ich da über die Brücke auch mitgehen. Aber ich lasse mir halt nicht einfach auf den Schuh kacken für etwas, was definitiv nicht der Wahrheit entspricht. Das ist das eine. Ich merkte in diesem Kurs, also an diesem Tag war meine Frau in einer großen bösen Stadt in Hamburg im Seminar. Und ich merkte schon die ganze Zeit, dass mein Handy irgendwie rattelt. Solange ich so einen Kurs gebe, und das wissen auch alle Beteiligten, gehe ich normalerweise nicht ans Telefon. Das hat was mit Respekt einander gegenüber zu tun. Das ist etwas, was ich auch von meinen Teilnehmern erwarte, dass wenn nicht irgendwie gerade die Welt in Flammen steht oder irgendwelche Kinder irgendwie in Nöten sind, dass man dann die Finger von dem Smartphone lässt. Wie gesagt, hat ein bisschen was mit Respekt zu tun. Irgendwann kam, was kommen musste. Es war nämlich ausgeritten, die kurze Finja und Jette, unsere 15-jährige Reitbeteiligung. Und die beiden sind im Gelände wirklich fit und mit Ausritten. Das ist nicht weiter schlimm oder so. Irgendwann kam eine große Kurze um die Ecke mit den Worten: Papa, du solltest vielleicht doch mal auf WhatsApp gucken. Finja und Jette haben einen Reitunfall gehabt und der Verursacher dazu hat Fahrerflucht begangen. Dieser Kurs kriegte das mit. An dieser Stelle herzlichen Dank an meine Damen und Herren Teilnehmer, denn ich habe so ziemlich die coolsten Kunden und Zuschauer, die ich mir in diesem Genre wünschen kann. Denn es ging sofort einstimmiger Beschluss, Familie geht vor, kümmere dich um deine Familie, kümmere dich um dein Kind. Und so haben wir den Kurs abgebrochen, haben die Teilnehmer auf die umliegenden Online-Kurse verteilt, denn diese Teilnehmer kommen zum Teil aus sehr, sehr weit weg. Und da macht es wenig Sinn, dass die irgendwie für einen Kurs für 2-3 Stunden nach Norddeutschland fahren. Und ich habe mir dann die große Kurze geschnappt und bin dann mit dem Bulli zu den Kindern mit den Pferden gefahren. Inzwischen war eine gute Freundin und Nachbarin auch schon bei den Mädels und hat da unterstützt. Was war also vorgefallen? Jette, die 15-Jährige, hat sich unseren Tinkerrappen geschnappt. Das ist ihm sein hier. Und Linus ist so ziemlich das gechillteste Pferd, was ich in den letzten 50 Jahren erlebt habe. Also nur mal, dass sie so einen kleinen Einblick kriegt, wie gechillt dieses Pferd ist. Der eine oder andere wird es vielleicht von euch wissen. Wir haben hier 12 Schafe. Wenn diese Schafe nicht schlafen können, dann zählen diese Schafe Linus. So gechillt. Was war passiert? Linus war auf Schlamm und Laub weggerutscht.
Jette hat Linus auf ballistischem Weg verlassen und ist in einem Gebüsch gelandet. Und Linus hat das gemacht, was ihm in dem Fall am allergeschicktesten irgendwie erscheint. Er ist stehen geblieben. Er stand also auf der Verbindungsstraße zwischen Legerdorf und Redwisch und wartete auf Abholung durch den Reiter. Es kam ein junger Mensch mit Führerschein um die Ecke, hielt sogar erst noch an, was sehr, sehr löblich ist, ließ dann aber den Motor voll aufheulen, ließ die Reifen quietschen und fuhr auf Linus zu, der sich genötigt sah, von seinem Recht der Notwehr Gebrauch zu machen. Und ehrlich gestanden, in Linus-Variante, in Linus-Art und Weise, hätte ich auch nicht anders reagiert. Er hat nach dem Wagen ausgetreten. Denn ansonsten hätte er ihn über einen Haufen gefahren. Und da habe ich so die Frage an euch, an den einen oder anderen Fahrlehrer da draußen. Ich weiß, dass mich genügend Fahrlehrer da draußen stalken, regelmäßig kommentieren, aber vorsichtshalber den Kanal nicht abonnieren. Also wenn euch das gefällt, was ihr seht, dürft ihr durchaus ein Abo dalassen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist nicht ansteckend. Ihr kriegt dafür auch keine Waschmaschine aufgeschwatzt oder eine Lebensversicherung oder so. Das ist letzten Endes euer Teil. Letzten Endes habt ihr auf die Art und Weise die Möglichkeit, dass ihr keine Neuigkeiten hier auf dem Kanal verpasst. So, an die Fahrlehrer da draußen. Zu meiner Zeit war es üblich, dass man im theoretischen Unterricht in der Fahrschule gelernt hat, dass man genau das mit Motor aufheulen und quietschenden Reifen und so, gerade im Zusammenhang mit Pferden, nicht tun soll. Weil doof, weil gegebenenfalls auch gefährlich. Linus ist mit bummelig 600 Kilo noch ein Leichtgewicht. Wenn wir jetzt vom Kaltblut ausgehen, dann können hier auch mal über eine Tonne zusammenkommen. Und so ein Kaltblut von über einer Tonne, wenn dann das Auto entsprechend anstrengend wird, kann dann auch mal zum Nashorn werden und die Scheißkarre aufs Dach drehen. Ich kapier's also nicht. Wie hirnverbrannt und scheiße muss man sein, um so ein Verhalten an den Tag zu legen? Das ist aber auch nur die eine Seite der Medaille. Das, was mich wirklich, aber so richtig trifft, 4 Meter weiter im Gebüsch liegt ein 15-jähriges Mädchen verletzt. Und da ist der Spaß wirklich vorbei, meine Damen und Herren. Hier reden wir nämlich von unterlassener Hilfeleistung. Der eine oder andere, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, wird davon wahrscheinlich schon mal was gehört haben. Unterlassene Hilfeleistung im Rahmen von Erste Hilfe ist in diesem Land, gut zu hören, eine Straftat. Alles Weitere packe ich unten in die Videobeschreibung. Inzwischen gibt es ausreichend Videomaterial, inzwischen scheint man wohl das Fahrzeug und den dazugehörigen Fahrer identifiziert zu haben. Ich kapiere es nicht. Wie ätzend, wie scheiße im Schädel muss man sein für so ein Verhalten, sowohl auf so ein Pferd zuzufahren oder zufahren zu müssen, als auch, 680 Kilo Pferd, die fallen nicht in gesattelt und getrenzt vom Himmel. Die Mädels unter euch oder die Mädels in eurem Beritt werden euch das bestätigen können. Es ist noch kein gesatteltes, geputztes, getrenztes Pferd vom Himmel gefallen. Und schon gar nicht auf eine Dorfverbindungsstraße. Was stimmt mit solchen Spinnern nicht? Was ist da in der präjuvenilen Grundverdrahtung so unendlich schiefgelaufen? Ich könnte mich hinhocken und pressen, ey, allen Ernstes. Nochmal an dieser Stelle tausendmal Dank an meine Kunden und Kursteilnehmer. Ihr seid großartig und ich freue mich auf euch im nächsten Kurs, zu dem ihr euch tatsächlich meldet. Kennings, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.